Moinsen Leute und herzlich willkommen hier zum letzten Tag schon hier in Hongkong. Mensch, geht die Zeit schnell rum. Heute möchte ich mich filmtechnisch ein wenig zurückhalten und aus dem Grund machen wir heute Travel Day und ein Let's Try, würde ich es jetzt nennen. Ich habe mir nämlich ein paar coole Sachen zusammengestellt aus dem Supermarkt. Ich war ja irgendwie sowieso schon ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht so wirklich, sagen wir mal, ganz komische, schrube Sachen irgendwie gefunden habe. Wie zum Beispiel irgendwelche Insekten oder so. Das hätte ich wirklich irgendwie gerne mal probiert. Aber ich war halt im Supermarkt und so typisch Hongkong ist halt einfach, ja, Meeresfrüchte. Gut. Ist jetzt halt nicht so viel dabei. Ich habe jetzt so eine Auswahl an sehr viel Verschiedenem. Es ist irgendwie nicht alles aus Hongkong. Das kann ich schon mal verraten. Ich werde auch noch sagen, wo ich denke, wo es herkommt, wenn es sich draufsteht. Und ein bisschen essen, ein bisschen trinken. Und es ist gleichzeitig hier noch mein Frühstück, bevor ich dann noch mein Zimmer aufräumen muss. Fangen wir noch mal ganz entspannt an mit diesem Müsli-Riegel. Also zumindest glaube ich, dass es einer ist. Es ist aber irgendwie mit Soja. Geht so in die Richtung, naja, es ist eher, glaube ich, so ein Schokoriegel mit Nüssen, aber eben mit Soja. Das habe ich mir sehr interessant vorgestellt. Herkunft sieht sogar nach Hongkong aus oder Singapur. Also nicht so weit entfernt. Geht zum Beispiel ziemlich kacke auf. Sieht dann so aus. Und gucken wir mal. Sehr komisch. Das schmeckt besser als ich dachte. Die Konsistenz. Es schmeckt nach Schokolade. Aber wie so. Ja, ziemlich wie so eine Ledersohle oder so. Von der Konsistenz her ist es einfach ultra gummig. Es schmeckt gar nicht schlecht. Ja, geht so in Richtung Brownie, irgendwie. Ja, nicht ziemlich Richtung Brownie. Na gut. Als nächstes haben wir hier eine Tafel Schokolade. Die kommt, so wie ich dem Anschein nehme, entweder aus den USA. Das wäre eigentlich ziemlich benauerisch für ein Hongkong Let's Try. Gebe ich ehrlich zu. Aber der sah interessant aus, weil es ist Cookie and Cream. Und schmeckt auch so. Ich könnte es nochmal. Passt gut zum Frühstück. Ich habe mich da auf das so ein bisschen abgestimmt. Also ich habe noch so Thai-Snacks gefunden. Da ich aber wusste, dass ich das jetzt hier zum Frühstück mache, wollte ich die nicht mitnehmen. Das wären dann gesalzene, so ganz kleine Fische gewesen. Also irgendwie getrocknet. In Deutschland oder in Europa siehst du das eigentlich nur in der Tierabteilung als Hundefutter. So als Hundesnacks. Die Thais essen das so. Aber das hier ist nicht schlecht. Schmeckt halt wie Schokolade mit Stückchen drin. Zur Abwechslung hier mal was zu trinken. Und zwar fand ich interessant, dass das Grass Jelly Drink ist. Kommt aus Singapur. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Sprudel ist oder was auch immer. Aber es klingt danach. Ist so ein bisschen dickflüssig. Kann ich jetzt leider schlecht zeigen, aber. Ich muss mal kurz neutralisieren mit Wasser. Noch diese Schokolade. Okay. Schmeckt irgendwie nach. Es ist halt so ein bisschen dickflüssiger, es ist komisch. Aber sonst ist es. Wasser mit Geschmack. Dickflüssiges Wasser mit Geschmack. Ganz leicht im Abgang. Irgendwie so ein. Was Süßliches, aber ich
würde ihm jetzt nicht so einen Geschmack zuordnen können. Ganz komisch. Sprudelt auch nicht, ist einfach, ja, dickflüssig. Kann man trinken, aber nicht so mein Favorit. Gut, vielleicht lässt sich das ja wieder gut machen mit einem Cashewkern- und Walnussdrink. Das ist einer, wie mir scheint, aus. Es ist auf jeden Fall alles sehr auf Chinesisch angeschrieben. Und das heißt Hong Fuk Tong. Könnte sogar aus Hongkong kommen. Weiß ich aber nicht genau. Ich erwarte, dass das wie so ein Milchdrink ist. Oh ja, das sieht fast danach aus. Ist halt sehr dünnflüssig noch. Oh. Boah, das schmeckt komisch. Oh. Das ist wie so super bitter, aber sobald ich es runterschlucke, ist es irgendwie so fast ein bisschen dickflüssig. Man merkt halt die Nüsse drin. Das ist irgendwie so ein bisschen Nuss mit Wasser, in Wasser aufgelöst, so ungefähr. Es sind keine Stückchen drin, nichts. Es ist einfach nur ein Saft. Korrigiere, es sind Stückchen drin. Wow, das ist komisch. Wenn man etwas trinkt, wo Stückchen, also man sieht es sogar, glaube ich, auch nicht in der Kamera, aber da schwimmen so kleine, aber es sind nicht feste Stückchen, sondern so wie so Klumpen. Aber geschüttelt habe ich es. Das ist komisch. Das Ganze doch noch ein bisschen ab mit diesem, wie heißt denn nochmal, Muskat Gummi Candy. What? Das ist echt wie so ein Gummiteil, aber eben so komplett ein bisschen gummig. Möchtest du das jetzt probieren? Geil. Schmeckt wirklich ein bisschen würzig, aber süß. Aber geht gern Gummibärchen. Das ist geil. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe das als das Schlimmste angedacht. Aber ja. Ja, und dann war es hier auch schon. Wir sehen uns jetzt am Flughafen wieder.